Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Ich kann zwar im Moment gerade nicht richtig gucken wegen einer Augenentzündung, aber das wollte ich euch nicht entgehen lassen. Gerade war der DHL-Mann da, hat mir ein Paket gebracht und da ist sozusagen mein Grail Knife drin. Damit ist eigentlich meine Messersammlung jetzt abgeschlossen. Ich kann mich also jetzt zurücklehnen und einfach nur die schönen Messer genießen, denn es ist soweit, ich habe endlich wieder ein Chris Reeve Minandi in meiner Kollektion und das sollte hier drin sein und zwar mit meinen Lieblingseinlagen aus Box Elder, allerdings ein wenig heller als ich es mir gewünscht hätte, aber schauen wir mal, wie es denn tatsächlich in Natura aussieht. Hier die neue Chris Reeve Box. Ich kenne nur die ganz alten, einfachen. Minandi with Box Elder Burl Inlay. Crucible CBM, das ist der neue S35 VN Stahl. So, jetzt schauen wir mal. Box ist leer. Die Garantiekarte. Und hier schon mal alle Daten zum Messer. Das sind die neuen Garantiekarten. Ich kenne nur die alten, wo tatsächlich Chris Reeve noch handschriftlich unterschrieben hat. Hier scheint mir das jetzt alles gedruckt zu sein und nicht mehr handschriftlich geschrieben, zumindest was die Unterschrift angeht. Dann der obligatorische Sticker und noch ein bisschen Information zum Messer selbst. Die Registrierung. Und hier nochmal ein Hinweis zu den ganzen Erfolgen, die Chris Reeve mit seinen Messern schon hatte. Und endlich bin ich auch Besitzer eines Chris Reeve Mikrofasertuchs. Das war bei meinem älteren Modell nämlich noch nicht dabei. So, Trommelwirbel. Wir drehen das Ganze einmal um. Und da sieht man es schon durchschimmern. Und da ist es. Mein Minandi mit Box Elder Burl Inlays. Ja, wie gesagt, etwas heller, als ich es mir gewünscht hätte. Ideal wäre es mit diesem etwas rötlicheren Touch. Da habe ich auch bei Knives and Tools 1 gesehen. Das war aber deutlich teurer als dieses hier, nämlich über 100 Euro. Denn das hier habe ich am Wochenende bei einer eBay-Auktion gewonnen, sozusagen, ersteigert. Ich bin ein wenig gehandicapt durch mein Auge, also ich sehe das jetzt leider nicht ganz so gut, aber ich hoffe, es kommt auf der Kamera gut rüber. Sieht zumindest für mich jetzt ganz gut aus. So, und jetzt bin ich mal gespannt, denn ich wollte unbedingt eines der neuen Modelle haben mit diesem neuen Nagelhau.
wo die Kante wohl nicht mehr ganz so scharf ist, so dass sich einige amerikanische Besitzer schon bei Chris Reeve beschwert haben, dass sie dieses Messer nicht mehr einhändig öffnen können. Und ich merke es jetzt auch schon etwas. Der Daumen rutscht ab. Es ist aber für mich, so wie es aussieht, hier überhaupt kein Problem, dieses Messer auch einhändig zu öffnen, wie ihr sehen könnt. Also ich weiß nicht, da stellen sich die Amis, meiner Meinung nach auch ein bisschen Dutch an, wie man so schön sagt bei uns. Also ich habe da einen gesehen, der immer wie blöd mit dem Daumen hier drüber gewischt ist und sich gewundert hat, warum er das Messer nicht aufkriegt, anstatt jetzt einmal seinen Daumen in den Nagelhau zu legen und dann halt aufzudrehen. Ja, ich hatte mir so ein bisschen davon erhofft, von diesem neuen Nagelhau, dass das Messer eventuell als 42A durchgehen könnte, so dass es mir möglich ist, es auch mal häufiger tragen zu können. Jetzt wollen wir mal schauen, wie das denn so aussieht, weil ist das jetzt einfach nur ein Nagelhau, der auf zweihändige Öffnung ausgelegt ist? Man weiß es nicht. Aber dieses Messer sieht so gentleman-like aus, dass es hoffentlich kein Problem darstellt. Ich werde da natürlich ein bisschen vorsichtig sein, denn trotz der Tatsache, dass ich jetzt über 100 € sparen konnte, in Anführungsstrichen, ist dieses Messer natürlich trotzdem relativ teuer. Also ich habe jetzt genau 401 € dafür bezahlt. Und das ist natürlich schon heftig, wenn man bedenkt, dass das Messer jetzt schon seit Jahren gebaut wird. Das heißt, die Maschinen und die Werkzeuge, die benötigt werden, um dieses Messer herzustellen, sollten eigentlich schon ja, abgezahlt sein, das heißt abgeschrieben sein, sodass hier eigentlich das Ganze günstiger werden müsste in der Herstellung. Aber den Preis bestimmt ja Angebot und Nachfrage bei uns. Und anscheinend kann sich Chris Reeve das leisten, diese Messer zu so einem Preis anzubieten. Und sie werden bezahlt, wie ihr jetzt ja an mir auch erkennen könnt. Ja, das ist es jetzt, mein Grail Knife sozusagen. Mal schauen, ob es tatsächlich meinem bisherigen Spitzenreiter, meinem Kubi, den Rang ablaufen kann. Das ist ein Messer, das deutlich weniger kostet, aber es hat es wirklich von 0 auf Platz 1 in mein Herz geschafft. Wollen wir schauen, wie es jetzt hier mit dem Minandi aussieht. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten und würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch bei meinem nächsten Video wieder dabei seid, wenn es heißt: Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Bis dahin, tschüss. So, Trommelwirbel. Ich weiß nicht, muss das so? Ah, okay.